So, dann wollen wir doch jetzt mal heute an den neuen Tag die Taverne aufwerten. Verbessern wir sie als Stufe 4. Wir haben neue Aufgaben. Es scheint, dass jetzt Helfer. Mieten Sie die erste Fee an. Feenhelfer. Ihr süßes Lokal hat wilde Feen angezogen. Jetzt ist der Zauberbaum in der Küche gewachsen und Sie können Ihnen bei der Hausarbeit helfen. Kaufen Sie zunächst im Upgrade-Menü ein Haus für eine Fee. Aktivität für Feen. Jede Fee kann eine Aufgabe, zum Beispiel Geschirrspülen geschickt werden. Nutzen Sie dazu das Menü Feenbaum. Während Sie spielen, erhalten Sie weitere Spezialitäten frei und erhalten mehr Feen, indem Sie einen Job einen längeren Zeitraum erledigen. Sammeln Feen Erfahrungen und beginnen, diesen Job besser zu erledigen. Feenstaub für Feen. Feen arbeiten umsonst, aber sie wollen essen. Feen fressen Feenstaub. Sie müssen regelmäßig Feenstaub im Laden kaufen und ihn über das Menü neben ihrem Baumhaus platzieren. Aha, wir können Feenhelfer jetzt engagieren. Mal gucken. Verbessern. Ein Feenhelfer. Heure deine erste Fee an. Haken erweitern. Das machen wir auch mal. Können wir mehr Würstchen lagern. Wir haben eigentlich auch genug Geld, ne? Dass wir den Kessel haben. Verbesserung der Arbeitsplatz, mehr Geschirr. So. Direkt. Mehr Platz. Hallo, kleine Fee. Hacken Sie Holz. Um Arbeitsplatz zu ein Feuer zu entfachen, benötigen Sie Brennholz. Sie können Brennholz mit einer Axt hacken. Nehmen Sie die Axt, indem Sie die linke Maustaste darauf klicken. Halten Sie die linke Maustaste gedrückt und schwingen. Lassen Sie die linke Maustaste über dem Protokoll los. Tragen Sie das Brennholz zum Arbeitsplatz. Okay, ich kann es auch stapeln. Gut. Wir brauchen... Oha, warte mal, da fällt mir gerade ein. Ich habe keine Vorräte gekauft. Ich habe keine Vorräte gekauft. Ich habe zwar alles so schön vorbereitet, aber Vorräte werden schon geil. So, ich nehme die Axt. Zünde ein Feuer an. Ich will aber... So, bringen wir das Feuer erstmal dahin. Ach so. So, nebenbei holen wir uns mal unsere Lieferung. So. So, du wirst ab jetzt Geschirr spülen. Ach so. So, machen wir mal den Laden auf. So, wir müssen ja neue Kunden ran schaffen, beziehungsweise auch Sachen zubereiten. Können wir jetzt mehr essen? Warte mal. Ah, das läuft in bestimmten Zeit ab. Hey, Sammy.
Das ging ja schnell. Was wollen die Herren und die Dame denn? Würstchen und Bier, das kriegt ihr. Da kann ich ja besser ganz viel ansammeln und dann machen sie das sauber. Kaufen Sie Gemüse für die Suppe. Okay, jetzt habe ich keine Kohle mehr. Ich hoffe jetzt nicht, dass sie Suppe wollen. Das wäre jetzt fatal. Ich kann nämlich keine Suppe kaufen. Das wäre blöd. Bitte keine Suppe. Okay, zwei Würstchen. Müssen wir erstmal gucken, dass wir ein bisschen Geld sparen. Schön, und jetzt macht sie es sauber. Da tun sich ja dann eher eigentlich. Wenn man das ein bisschen anspart und dann das macht. Ein Bier, der Herr. Bitteschön. Das ist doch der Schmied. Interessant. Das ist ein Schmied, den wir getroffen haben. Der uns den Tisch gegeben hat, den wir jetzt umsonst haben. Ein Würstchen. Bitteschön. Schön, das wird auch automatisch hingestellt. Was kosten denn die Suppen? Lieferung, Essen? Zwei Biere, bitteschön. Unser Wasser vom Brunnen. Kriege ich ja hin. So, danke, Klaus. Dass du uns so fleißig und so schnell mal die Sache gebracht hast. Ein Bier, der Herr. Suppe, jetzt können Sie Suppe kochen. Um Suppe zu kochen, braucht man Wasser, Brennholz und Gemüse. Sie finden Gemüse im Laden, Wasser im Brunnen und Sie Brennholz hacken. Suppe, während Sie im linken Maustaste entzünden und Suppe mit Holzschleife, okay. Gemüsetopf ziehen, lassen Sie die Maustopf los. Ah, okay, das ist dasselbe Spielchen wie mit der... Wie mit dem Bier. Drei Würstchen. So, und jetzt kümmern wir uns mal um die Suppe. Ah, ich brauche noch mehr Brennholz. Irgendwie will die Leiste nicht
Irgendwie kann ich keine Suppe machen. Okay, Bier und Würstchen. Bier. Würstchen. Zwei Würstchen. Zwillinge oder fast Zwillinge. Okay, der wird sie über Durst trinken. Ich sehe es schon kommen. Aber wieso? Als passt. Super auch. Aber hey, sie wollen aber viel trinken. Zwei Biere und Suppe. Zwei Biere und ein Würstchen. Dankeschön, der Herr. Sehe schon, ich darf ihn gleich rausbefördern. Ja, dankeschön, der Herr, aber sie haben doch ein bisschen viel über die Stänge. Mit anderen Worten, sie haben einfach zu viel getrunken. So, ich lasse sie jetzt hier los. Okay. Soll meine Theke sauer machen. Der muss mir ja nicht die Laden vollkotzen. Das muss ja nicht sein. Zwei Biere. Oh. Keine Fee, mach mal bitte sauber. Ein Bier, okay. Puh, so viel zu tun hier. Aber Suppe scheint irgendwie nicht zu funktionieren, warum auch immer. Ah, ein Würstchen. Bitteschön. Du machst mal wieder fleißig sauber. Und ich bereite Biere vor. Na. Ein Bier und ein Würstchen. Zwei Würstchen, okay. Zwei Biere. Kommt sofort. Ah, Mann. Werden Sie uns bald wieder. So viel zu tun hier. Ich würde ganz gerne die Suppe vorbereiten, aber irgendwie kann ich die nicht. Ah, ich muss Wasser holen. Jetzt kann die kleine Fee nicht sauer machen. So, und das Klo ist auch noch schmutzig. Hat der Schmied bestimmt ganz schön ein...
fahren lassen hier in dem Klo, ey. Mensch, Mensch, Mensch. Zwei Würstchen. Bitte schön, die Herren. So, wie sieht es mit der nächsten Verbesserung aus? Kessel. Kessel können wir nochmal upgraden. Oha, das geht. Oha. Das geht ja noch richtig weit. Krass. Neue Kunden, neue Möbel. Spüle. Verbessert den Arbeitsplatz. Bar, Grill, Grill. Neues Tablett. Zwei Feenhelfer. Kochen. Kellnern. Okay. So, drei Würstchen. Bitteschön. Da kann man schon mal wieder Neues zapfen hier. Muss aber für den nächsten Teil erstmal gucken. Wieder Nachschub bestelle. Schon wieder du? Du warst heute schon da. Aber ich glaube... dass wir neue Möbel bestellen. So, was wollen denn die beiden Damen? Bier und Würstchen. So, da kommt mein neuer Tisch. Klaus hat ihn schön hergebracht. Das heißt, wir können ihn auch mal passend platzieren. Möbel. Das werden wir schön hier machen. Eigentlich können wir direkt noch einen zweiten bestellen. Wobei. Okay, noch ist das Klo sauber. Das ist schon mal gut. Dass jetzt noch Kunden kommen? Puh, was wollen denn die Kunden? Zwei Würstchen. Wie viele haben wir denn noch? 8 Stück? Bisschen Biervorrat. Ah, ja, wir brauchen Neues. Also auf jeden Fall brauchen wir Bier. Hier gucken wir mal, dass wir so ungefähr... Ja. Wir werden auf jeden Fall mehr Bier brauchen als alles andere. Da gucken wir mal, dass wir den Rest Würstchen holen. So, das war auch die letzte Kundschaft für heute. Hä? Was kommt denn her?
So, da füllen wir mal mit Wasser auf. Hier drehen wir wieder eine Kurbel. So, neue Vorräte sind auch da. Die Regale sind voll, das ist schön. Nur das verstehe ich nicht. Vielleicht geht es am nächsten Tag. Wir werden jetzt einmal schlafen gehen. Wir haben ja alles sauber gemacht. Das ist Picobello. Ja. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal schlafen. Hä? Wieso kommt der schon wieder? Oh, jetzt muss ich wegen dem nur auflassen. Ja, ein Bier. Bitte. Bitte. Oh, wegen dem muss ich jetzt noch meinen Laden auflassen. Kann ich nicht jetzt schon pennen gehen? Muss ich auch wie warten. Lili heißt die kleine Fee. Na, kleine Lili? Wir könnten Brennholz machen in der Zeit, wo der noch da ist. Haben wir auf jeden Fall ein bisschen Vorrat. Brauchen wir auch. So. Okay, ich glaube, zweimal geht noch. Und... durch. So, wir haben jetzt viel zu tun gehabt. Tag ist jetzt auch gelaufen. So, einmal machen wir noch, weil ich glaube, den können wir dann in die Ofen benutzen. Jupp, dachte ich mir schon. So. So, Lili, das machst du nochmal sauber und ich gehe in der Zeit pennen.